Ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Micro Standard. Wir befinden uns hier gerade draußen und die Mobs können uns gar nichts. Und ich wollte heute mal unser Wasserproblem in Versuchung in den Griff zu bekommen. Dafür habe ich hier schon mal das hier aufgemacht. Wir brauchen jetzt ein Oak Crucible und ein Unfired Bucket. Den Unfired Bucket, das wird ein bisschen schwieriger, da müssen wir tatsächlich, glaube ich, auf Regen warten. Oh, und ich werde gleich erfrieren. Nee, weil ich mich gerade eben, ich habe einen Weg gefunden, mich einfach abzukühlen, auch am Tag. Ich gehe dann unten einfach Sand farmen. Aber wir wollen jetzt erstmal den Oak Crucible machen. Und zwar brauche ich dafür, glaube ich, Oak. Hier, Oak Crucible. Moment mal, ich habe hier noch einen so. So. Und jetzt gucken wir mal gerade eben. Ich glaube, das ging mit U. Hier mit dem Wooden Crucible kann ich hier die ganzen Sachen, die ganzen Leafes, könnte ich reintun und bekomme dann, glaube ich, ein Wassereimer dann irgendwann raus. Den stellen wir einfach mal hier neben die. Okay, das funktioniert schon mal nicht, aber ich kann hier Setzlinge reintun. So, Volumen, Fluidvolumen. Und ich glaube, Fluidvolumen muss auf 1000 steigen, damit ich hier ein bisschen was bekomme. Noch eine andere Sache. Ich habe gerade eben ein bisschen Sand gesiebt. Weil nur dadurch halt auch noch Ressourcen bekommt, die können wir auch mal nebenbei auffüllen. Ich möchte die Base wird entweder machen wir das gleich in dieser Folge noch oder in der nächsten Folge wird die komplett einmal erweitert. So, nur damit ihr Bescheid wisst, was meine Pläne sind. Kann ich hier auch Fleisch reintun? Das würde mich nämlich dann mal interessieren. Wahrscheinlich funktioniert das gerade noch nicht. Ich kann in meinem Questbüchlein müsste das jetzt eigentlich ja completed sein. Unfired Bucket. Müssen wir gleich mal gucken. Normalerweise weiß ich, dass man die da drin macht, wenn da Wasser drin ist. Dann muss es aber regnen. Und hier regnet es ja nicht ganz so gut. Und so viel. Und ja. Okay. Okay, ich habe diese blöden Hexen haben mich abgeworfen. Oh Gott, ich darf nicht sterben. Ich will nicht sterben, also dürfen natürlich schon. Passiert jetzt nichts wirklich Schlimmes dabei. Oh, die Oak Plants sehen echt geil aus, wenn die gechiselt sind. Boah, du kannst sogar. Geil, man kann hier die Bookshelves, also so Deko-Elemente dann, kann man einfach auch chiseln. Das ist auf jeden Fall gut. Was wollte ich nachgucken? Nee, ich wollte gar nichts nachgucken. Ich wollte warten, bis ich wieder raus kann. Gut, und jetzt ist nämlich auch die Frage. Nee, hier rein kann ich es nicht legen. Das bedeutet, ich kann jetzt zwar jetzt meine Wasserflasche mal auffüllen und habe sauberes Wasser. Allerdings für die richtige Wasserquellen kann man hier eh nicht machen. Nur mal nebenbei. Aber für richtiges Wasser, was ich dann auch placen kann, so, benötigen wir noch was. Need water. Was machen wir jetzt? Ich meine, wir sind gerade mal bei fast 5 Minuten. Da kann ich nicht die Folge direkt beenden und selbst wenn, nützt es nichts. Beziehungsweise ich werde, bevor ich dann die Folge aufnehme, auf Wasser warten, fliegen, dass so richtig dick regnen sollte. Und ich dann hoffentlich ein bisschen was bekomme.
Komm, dann machen wir jetzt mal. Ah, dafür brauche ich mehr Steine, dafür brauche ich mehr Erde. Nee. Machen wir noch mal ein bisschen mehr Erde, dass ich gleich die noch mal durchsieben kann. Und dann möglicherweise auch mal eben rasch alles haben. So wie es scheint, bekämpfen die sich da gerade gegenseitig alle. Was ich ziemlich unterstütze, aber hier sind ganz schön viele Hexen. Ach komm. Wir machen uns mal mehr Planks. Ganz viele nämlich. So, aus dem Furniture holen wir die auch raus. Und jetzt klettern wir mal da oben drauf. Und wir erweitern das nämlich jetzt dazu ein Seiten. Beziehungsweise ich bin gestorben. Und ja. Ja. Hier wieder durch. Hier raus. Du scheiß Hexe. Du willst mich doch nur noch mal töten. Geh. Und weg hier. Puh. Lassen wir unsere Rüstung wieder anziehen. Feuch. Also die Hexen müssen definitiv weg. So, vier Erde. Gegen Hexen komme ich echt noch nicht an. Moment mal, kann ich mir hier nicht einen Bogen machen? Arrow Shaft, Arrowhead, Fletching. Bowstring, Bowline. Viva Blue, also Bowstring. Ja, also rein theoretisch könnte ich mir einen machen. Muss ich mir allerdings nochmal überlegen. So, hier die Todesinfos brauche ich vorerst nicht. So, Shift. Also diese Husks gehen einem echt auf die Nerven, weil die verbrennen ja leider nicht. Genauso wie die Hexen. Oh shit. Shit, shit, shit. Zombie-Invasion. Holy moly. Mist.
Okay, ich muss weglaufen. Ich muss weglaufen. Ah. Cool, ich decke die Karte wenigstens ein bisschen auf. Dann ist eine Pyramide, da muss ich. Das muss ich mir mit definitiv merken. Wisst ihr was? Wir laufen da jetzt einfach mal hin. Einfach YOLO-Aktion. Ich habe zwar noch alles dabei, aber YOLO. Zumindest, dass ich einmal drüber laufe, dass ich das auf der Minimap wieder finde. Dass ich da einen Punkt setze, Pyramide. Weil in Pyramiden sind echt krankgeiler Stuff drin. Echt krank geil. Ja, ihr seid noch hartnäckig, ne? Du bist noch ein hartnäckiger Larry. Muss irgendwie wieder reinkommen. Das heißt, ich muss da drauf springen, mich sofort hochstecken. So, nebenbei nochmal ein paar Sticks einsammeln. Und ich bekomme wieder fast Hyperfirm, ja. Verdammt! Okay, das war echt ein Fehler. Ich muss tatsächlich erst oben alles bauen und dann unten im Nachhinein. Oh, das war knapp. Ach komm, verpiss dich. Mann. Ha. So, hier die Fläche sollte vorerst reichen. Gehen wir nämlich hier noch längs. So. So. Hier nochmal rum. So. Hier, das wird nochmal hier hinten zumindest so gemacht. Das Problem ist, ich weiß noch nicht, ob wir jetzt tatsächlich komplett überall rundherum safe sind.
Aber sollten wir doch eigentlich, oder? Hier sollten wir jetzt eigentlich komplett alles, die ganze Area safe haben. Bis auf das hier Mobs spawnen können. Aber das wird sich mit der Zeit zeigen. Ich würde sagen, mal wieder, dass die Folge be das, das war's mit der Folge. Ich bin fast am Verhungern, fast am Verdursten. Also alles super. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.